Und da sind wir nun wieder ganz unten im Keller bei Mario 64. Und letztes Mal haben wir mit der Lava-Lagune angefangen und ich würde sagen, wir machen hier gleich weiter. Als nächstes kommt Tanze auf dem Baumstamm. Ja, der Baumstamm, der ist ganz da hinten. Den können wir eigentlich ganz locker erreichen. Indem wir hier die Federkappe an uns reißen. Ich habe jetzt übrigens auch einen Ersatz für meinen Controller. Mal schauen, ist sich ja. Man sieht's ja. So hoch. Dann einfach hier rüber. Und. Zack! Stern Nummer 43. Hätten wir auch in der Tasche. Und machen wir weiter? Ja, wir machen weiter. Und zwar kommt jetzt. Erkunde den Vulkan. Jetzt wird's interessant. Mal kurz testen. Ja, die Steuerung ist nicht schlecht. Ich spiele jetzt nicht mehr mit dem N64-Controller, sondern mit einem GameCube-Controller. Oh Mann. Die Steuerung ist doch ein bisschen komisch, aber... auf jeden Fall besser als mit dem N64-Controller. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Aber auf jeden Fall ist das nicht normal. Wir gehen natürlich diesen Weg, weil mit dem letzten Stern würde ich dann auch gerne die 100 Münzen kombinieren. Ja, das ist doch schon viel angenehmer. Und die Steuerung viel besser reagiert. Das könnte uns allerdings auch zum Verhängnis werden. Ich hoffe nicht. Will er keinen billigen Fail abliefern? Hua! Hua! Oh mein Gott, jetzt... Nein! Oh, oh, oh. Boah, war das knapp! Wir haben jetzt halt gemacht, gewinne im Vulkan an Höhe. Denn den fünften Stern würde ich ja wie gesagt gerne mit den 100 Münzen kombinieren. Boah. Das kann ja was werden. Und zwar gehen wir jetzt auf der Lava surfen. Oh Mann. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, schon verkacken hier. Das wäre natürlich dann nicht so geil. Schön, wenn es geht, alle Münzen einsacken. Geh weg da. Geht weg, Mann! Ach, haut doch ab. Lasst mich in Ruhe. Ich sehe nichts. Du, komm. Ja, hallo? Hallo? Ja, endlich. Fünf Münzen. Vielen Dank. 42 Münzen haben wir jetzt. Nein! Oh. Das war, glaube ich, nicht so gut. Hier sind allerdings noch Münzen, die wir einsammeln können. Hehe. Ja, jetzt muss ich überlegen. Ah, das war...
Das war scheiße. Wo sind hier noch Münzen? Natürlich, die roten Münzen können wir uns noch schnappen. Nein! Gehen wir aus dem Weg. Da ist noch etwas. Nein. Ich glaube, mit 80 Münzen sollte es trotzdem auch reichen, aber ja, ich hoffe, es reicht. Wow. Oh, das Bowser-Bild ist komplett. Dann gibt es ja auch noch ein paar Münzen. Supi. 85. Ja, ja. Ich glaube, das sind die schon nicht schlecht dabei. Jetzt will ich mal was schauen. Wie lange geht das eigentlich, bis das Bowser-Bild wieder komplett ist? Ich weiß gar nicht. Ja. Es ist schon bald wieder komplett und kann wieder Münzen? Nö, nur einmal, okay. Das ist natürlich gut zu wissen. 85 Münzen, ich würde sagen, wir riskieren es, oder? Na, von dir will ich aber noch eine Münze haben, du. Komm her. Toll! Tolle Wurst! Ah, da mal hier können wir noch was einsacken. Bleib doch stehen, Mann. Oh. Obwohl. Nein! Boah. Der Vulkan am Ausbrechen. Nichts Schönes. Dann haben wir dieses Level hier nämlich schon komplett. Noch 10 Münzen. Dann haben wir es geschafft. 90, 95. Wir kommen der Sache näher. Na toll. Geh hoch. Oh Mann. Oh, das ist alles ziemlich gewöhnungsbedürftig mit dieser Steuerung. Ja, super. Das hätten wir also geschafft. Wunderbärchen! Speichern selbstverständlich. Dann will ich hier weiter. Du, geh mir nicht auf die Nerven da, hä? Ja. Noch eine klitzekleine Challenge. Komm hier hoch, gibt's noch einen ab. Und rüber. Und Schluss. So, wunderbar, haben die das gemeistert. ...107 Münzen haben wir das abgeschlossen. Wir sind fertig, oder? 6 Sterne plus der 100 Münzenstern. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Ich hasse dieses Level. Achte auf deine Mitte. Solltest du sie verlieren, wirst du durch Treffer schwerer verletzt. Also ja, kriegen die doppelten Schaden natürlich. Solltest du sie einmal verlieren, findest du die Mütze in dem Gemälde, in dem du sie verloren hast. Die Prinzessin wird noch immer von Bowser gefangen gehalten. Rette sie so schnell wie möglich. Bowsers Schergen belagern seit langer Zeit die Welten der Gemälde und Wände des Schlosses. Schon lange? Alter, wie lange ist es denn hier? Es ist mir gelungen, ihnen diesen Stern abzujagen. Viel Glück! Ein Gratis-Stern? Dazu sage ich natürlich nicht nein. Vielen Dank. Ja. Nett. Wie geil ist das denn? Dann sind wir in der grünen Giftgrotte. Und die erste Mission ist Kletter auf Nessies Rücken. Das tun wir gleich mal. Schnauze.
hier mit einem Weitsprung rüber, dann funktioniert das alles super. Hua, hua, hua. Ja, natürlich, oder? Wer hätte es gedacht? Es geht eben doch nichts über einen N64-Controller, aber ich habe keinen. Geil. Ach, halt doch einfach die Schnauze. Ja, ja, genau, fahr noch runter. Trottel. Da kann ich einfach so rüber. Das gibt's doch jetzt nicht, Alter. Wollte gerade sagen, also wenn du da runterfällst, ne? Ja, dann hätte es was auf die Mütze gegeben. So, einfach hier runter. Warten habe ich keinen Bock. So, den Stern sehen wir schon. Ja, das mit dem Schwimmen funktioniert ja auch nicht so, wie es sollte. Ah! Ja gut, hab's versaut. Man kann nämlich irgendwie so hoch, aber... Ah, ich hab's verkackt. Warum macht jetzt kein... Andere Sicht wäre geil. So, und da hätten wir den Stern schon eingesackt. Nummer 48. Und gleich wieder rein. Ja, ich weiß nicht, ich war nie wirklich großer Fan von dieser Welt, aber die Musik ist geil. Was als zweites schon die 8 roten Münzen? Oh, darf doch ja wohl nicht wahr sein. Also das mit den roten Münzen könnt ihr knicken, ganz ehrlich. Darauf habe ich keinen Bock. Hol mir erst andere Sterne. Nee, nee. Die roten Münzen, die können warten. Es hat Zeit. Ja. Genau. Lass dich verquetschen. So. So, gehen einfach so. Der Mannsprung hoch. Und hier ist ein Stern. Eigentlich ganz einfach. So, und gleich wieder rein. Patsch. Findet ihr auch roten Münzen? Das war der letzte Stern. Oh, Alter, nee, oder? Oh. Nee. Ich weiß nicht, vielleicht spare ich mir diese Welt wirklich für ganz am Ende auf. Also einfach die 8 roten Münzen plus 100 Münzen, weil ich hasse diese Welt. Gut, aber nicht mehr als Regenbogenraserei, also ganz ehrlich, das ist mein Hasslevel. So, nächster Stern. Ja, ja. Ganz gut gemacht. Mal schauen, ob es funktioniert. Bis jetzt hat es eigentlich immer funktioniert. Und zwar hier kann man ein bisschen tricksen. Sonst machen wir halt was anderes. Und zwar hier einfach so. Ein bisschen zu weit nach links. Das heißt, ich muss hier so. Es hat funktioniert. Ach, wie geil. Nein, das ist das! Oh, 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 oh.
glaube, hier werden wir festsitzen, Leute. Mit dieser Steuerung. Zweimal. Was? Ich hab's gepackt, ich glaub's ja nicht. Das war Nummer 50. Ach, wie geil! Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Du hast 50 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schalterpaläste gefunden? Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Alter, wir haben noch überhaupt nichts. Wir haben 50 Sterne und wir haben noch nicht mal alle Karten. Und die reden vor schon vom dritten Stock und wir sind im Keller. Was soll der Scheiß? Dann wieder rein hier. Findet die 8 Loten Münzen. Lass mich in Ruhe. Ich will keine 8 roten Münzen sammeln. Ja, bitte geht doch. Das war da vorhin so schwer. So, ich würde mal sagen, wir holen mal uns den grünen Schalterpalast, wenn wir schon da sind. Und wo der ist, zeige ich euch gleich. Wir müssen schon wieder hier runtergehen. Wer hätte es gedacht? So, aber diesmal brauchen wir Nessies Hilfe. Oder Nessie oder Lassie? Plassie, keine Ahnung. Einfach dich hier brauchen wir. Auf den Rücken, Stampfattacke, wenn es denn funktionieren würde, so. Ja, ganz ehrlich, bin jetzt gerade verblüfft, dass ich das beim ersten Versuch geschafft habe. Dreh dich um! Boah! Ja, genau. Warum machst du nicht den Tritt? Ah, du bist doch so ein... Und warum stimmt der jetzt... Geh nicht auf den Keks, Mann. Mann. So. Hier durch diese Metalltür. Dann kommen wir hier zu diesem kleinen Bonus, aber Vorsicht. Ich glaube nämlich, dass man die Münzen verliert, sogar, wenn man hier reingeht. Oder? Ja, jetzt haben wir wieder 0 Münzen. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den grünen Schalter entdecken. Ja, er ist natürlich super versteckt. Hm? Löst du ihn aus? Kannst du in allen grünen Blöcken... Titankappen finden, die dich unbesiegbar machen. Bist du mit diesen Mützen ausgerüstet, kannst du unter Wasser laufen und brauchst nicht zu atmen. Wow. Das ist natürlich geil. Aber allerdings... müssen wir hier auch wieder die roten Münzen einsammeln, aber ja, das ist... hier jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Gut, ich weiß es ja nicht. Ich reiß mal meine Klappe nicht groß auf, weil... kann immer was schief gehen. Batsch! Du hast den grünen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Titanenkappe einsetzen. Warum dreht sich die Kamera die ganze Zeit? Egal. Und Unbesiegbarkeit erlangen. Jeder grüne Block beinhaltet eine dieser Mützen. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Ja, blöde Frage, ne? Ja, 4 Münzen haben wir jetzt. Ja, genau, zu weit springen ist natürlich immer super. Denn wenn wir dort hinten durch den Wasserfall gelangen, sind wir wieder draußen im Schlossgarten. Wirklich komplett draußen. Nicht nur das Level verlassen, nein, wir sind wirklich komplett draußen im Schlossgarten. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also schön die Münzen sammeln. Und Sternchen. Ich weiß nicht, gilt das jetzt als Castle Secret Star oder
zählt der zum Kurs? Weiß ich jetzt gar nicht. Ein geheimer Stern des Schlosses. Aha. Gut, Leute. Die Zeit rennt uns schon wieder davon. Die Kamera, ey. Ganz ehrlich, also. Ja, die Zeit rennt uns leider schon wieder davon und ich würde sagen, wir machen hier noch 1 bis 2 Sterne im nächsten Part. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.